Victor, man sieht dir die Jahre echt nicht an. Danke, liegt bestimmt am veganen Leben. Ehrlich? Du glaubst aber auch alles. Entschuldigung. Hallo Freunde der käuflichen Liebe und willkommen zurück zum sechsten Teil von Uncharted 4. Ja, wir sind jetzt hier gerade, oder gerade im letzten Teil in die Villa hier eingebrochen oder haben uns reingeschlichen, besser gesagt. Weil wir das Kreuz ersteigern wollten oder klauen wollten, je nachdem. Und müssen jetzt ein bisschen improvisieren. Was machst du? Unseren Fluchtplan überdenken? Wird ziemlich haarig werden. Ganz ruhig. Wir hatten schon brenzligere Coups. Ja, ich weiß. Ich will mir nur nicht vorstellen, was die mit uns machen, falls sie uns erwischen. Sam, wenn's schief läuft, sind wir längst tot, bevor die uns erwischen. Beruhigendes Argument. Ja. Sehr beruhigend. So, dann erstmal wieder umgucken, ob hier, aha, so, kick mal einer an, oh, da fehlen schon wieder so viele zwischen, mal gucken, ne? Hier waren die Entwickler leider nicht so nett, auf der anderen Seite noch eins zu verstecken. Na gut, dann folgen wir mal Sully. So. Was haben wir hier? Ah ja. Das gibt's schon auch. Ohne bla bla bla. Na, was haben wir denn hier? Rossi Anwesen. Auktion, Auktionsordnung. Seite 1 von 3. Ach du Scheiße. Wir sind pünktlich um 19 Uhr. Alle Angebote sind bindend. Aha. Verkäufer bla bla. 6 Terrakotta, 4 Terrakotta bla bla. Fabergé-Ei, ach guck. Schätze der Scheherazade. Ja, natürlich. Hölzernes Kruzifix mit Gold und Silber. Ach, da ist es ja. Sir Nicholas Trott. Bla bla bla. Na gut, das ist ja. Ich hoffe, das wird nicht irgendwann nochmal interessant, aber. Da habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, das alles durchzulesen. Und womöglich noch zu behalten. Los. Oh, dieser Ort ist schick. Natürlich spielt sie dumm europäischen Techno. Verzeihung. Ah, Ort ist schick, hat er sogar recht. Schicke Innenausstattung hier. Und auch grafisch mal wieder, ich kann es gar nicht oft genug sagen. Super. Na, was haben wir hier? Verschlossen. Scheiße, die war doch offen. Und jetzt kriegen wir die auf? Nein, es ist elektronisch. Wir müssen einen anderen Weg finden. Habt ihr gesehen? Keycard hinten links. Yep. Ich bin dran. Wow, wow, wow. Willst du das echt machen? Vor den Leuten hier? Ist doch nur ein kleiner Diebstahl. Na gut. Hm. Okay. Ah, okay, so geht das. Ich hab's noch gar nicht versucht. Oh, dein Ernst? Hm.
wär's, wenn wir das wie früher machen, ja? Ich lenk ab und du greifst zu. Okay? Ja. Gut. Los. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Und jetzt halt mal still. Aha. Er hatte Zweifel. Mann. Ah, gut, wer hat auch behauptet, Taschendiebstahl sei einfach, ne? Ich sehe gern Profis bei der Arbeit zu. Na, okay. Dann wollen wir mal. Gut. Versuchen wir es nochmal. Die hier brauchen wir noch. Okay. Wird schon schief gehen. Wir melden uns. Hände hoch. Hi, Victor. Hallo, Nadine. Schön, dich wiederzusehen. Und dieses Mal habe ich die Trümpfe in der Hand. Ja, dann sollte ich wohl froh sein, dass die Waffe nicht echt ist. In Zivil hätte ich dich fast nicht erkannt. Ja, du weißt ja, wie das ist. Ab und zu muss man sich für den Job auch schon mal aufdonnern. Sehr schick übrigens. Du siehst auch nicht übel aus. Ich fühle mich ja so fehl am Platz. Es tut so gut, jemanden zu treffen, der meine Sprache spricht. Auch wenn du Amerikaner bist. Na, dafür kannst du meinen Eltern die Schuld geben. Ich wollte gerade zur Bar. Kann ich dir was mitbringen? Ja, Scotch. Mit einem Eiswürfelchen. Nicht weglaufen. Eieiei. Alles mitbekommen? Ja, hab ich. Klingt, als gäbe dir eine Lady einen Drink aus. Ja, nicht ganz. Nadine Ross gibt mir einen Drink aus. Nadine Ross? Moment, gehört ihr nicht dieser Söldner-Army? Coastline? Shoreline. Ja, auch gut. Seid ihr nicht mal aneinander geraten? So kann man es auch sagen. Zum Glück scheint sie nicht nachtragend zu sein. Ich wäre dann soweit. Okay. Hör zu, wir sind bereit, Sully. Du krieg keinen Ärger, okay? Ich versuch's. Bereit? Ja, legen wir los. Natürlich bin ich bereit. So, jetzt erstmal. Am besten locken wir einen aus der Küche. Die Küche suchen. Mann, hier unten gibt's genug Essen für eine Kleinstadt. Machen die auch Hochzeiten? Oh ja, die haben alles im Angebot. Hochzeiten, Bar Mitzvahs und Schwarzmarktauktionen. Aber haben die auch einen DJ? Ah? Ja, guck an. Mann. So, haben wir hier noch irgendwo was? Fum. Ah, mal eine Rolle. Achso. Ja, Moment, da bin ich eben durchgegangen.
Schränke können wir auch nicht aufmachen. Hier ist leider auch nichts. Nö. Anscheinend auch nicht. Na gut. Dann gehen wir mal weiter. Na, was jetzt? Sag doch, es ist zu. Ich will nur sicher gehen. Und? Es ist zu. Genau. Der Klassiker. Was schießt du so zu dem Lüftungsschacht hoch? Oder was? Oder was willst du von mir? Na bitte. Es werde Licht. Na toll. Oder auch nicht. Du hast keine Zeit. Ja, das geht auch. Schon Vorteile, einen Raucher dabei zu haben. Außer wenn man wegrennen muss. Oh Mann, mit Dämpfen hier drin werde ich ganz benebelt. Wie gut, dass Sully fährt. Oh, fackel dir nichts ab, du. Ah, okay, jetzt müssen wir auch auf ihn warten, sonst sehen wir gar nichts. Ist der Zugang hinter den Fässern. Okay, das können wir verschieben. Das ist ein Haufen sehr seltener Jahrgänge. Ja, vielleicht begnügt sich Alcazar mit ein wenig Wein. Irgendwas sagt mir, dass das nichts wird. Ist hier noch irgendwas? Sackgasse. Sam, komm her. Wir raten, das geht nicht. Nö. Was haben wir hier? Nicht. Okay, dann wieder zurück zum großen Fass. Ups. Ja. Ah, warte, wahrscheinlich habe ich in eine falsche Richtung gezogen. Müssen wir uns Sorgen machen, weil Victor Nadine Boss anbaggert? Ich habe schon echt üble Sachen über ihre Leute gehört. Keine Angst um Sully. Er kann sich aus allem herausreden. Und jetzt hier lang. Sam, trab an. Aha. Hier lang? Nee. Oder? Ah. Okay.
Hier entlang. Geschickt. Hey, sieh mal die Lüftung. Da geht's raus. Ja, da finden wir was zum Draufklettern. Mhm. Zum Beispiel das da. Aber hier nicht auch noch ein Fass, das ich verschieben konnte? Ach nee, kann ich nicht, da sind Kisten vor. Ja, Hinweis, toll, danke. Ja, okay. Du musst mir nicht helfen oder so. Ich halte das Feuerzeug. Das Feuerzeug. So, das sollte ja wohl klappen. Nochmal kurz hier hinten gucken, wo das Fass stand. Nicht, dass hier irgendwas rumfunkelt. Aber scheint nicht so. Dann wollen wir mal da hoch. Okay, dann mal rauf. Okay, hier. Und mal wieder der Klassiker Lüftungsschächte. Außer was? Und staubiger. Cosa portiamo a quell'odioso miliardario tedesco? Quello con il parrucchino in quella roba sul naso. Portali a sciacquature dei piatti. Questa gente meriterebbe un calcio nel culo, altro che. Questa gente potrebbe farci ammazzare. Prendi una bottiglia da 3 euro. Ok. Da geht schon mal nicht lang. Ah ja. Ach, jetzt doch. Okay. Und hepp. Jetzt hängen bleiben oder was? Aha. Hey, un po' di continuo, okay? Okay, das scheint was wie ein Wachraum zu sein. Dove diavolo si procurano tutta questa roba? Sono pezzi rubati ai ricettatori. Frischluft, wir kommen. Na toll, jetzt müssen wir also auch noch auf Wachen aufpassen. Das Gebäude mit dem Funkturm? Den Mobilfunkmast? Was? Ja, das ist der Maschinenraum. Ja, du hast recht. Mal sehen, wie wir durchs Tor kommen. Okay, da ist eine Leiter. Aber vorher erstmal wieder umgucken, ob hier irgendwo was rumliegt. Anscheinend nö. Dann halt nicht. Sam, da oben. Ich helfe dir hoch. Alles klar. Und Yippie. Okay. Gut, dass du in Form bist. Das macht sie auch so gut in Smokinghose. Sully, komm aus dem Weinkeller und sind auf dem Weg zum Maschinenraum. Wie sieht's aus? Sully, bist du da? Hier
ist bestimmt kein Empfang. Hoffentlich geht's ihm gut. Bingo. Da ist die Küche. Und natürlich verschlossen. Sam, hier. Vielleicht kommen wir damit an ein Fenster und dann runter zur Küche. Gute Idee. Ich helfe dir hoch und du kümmerst dich um die Leiter. Okay. Hast du's? Vorsicht, Vorsicht. Ach du Scheiße. Guten Abend. Buonasera. Ma che sta facendo? Nicht so hart mit den Zivilisten, Sam. Was? Er wird mit Brunschädel in Unterwäsche aufwachen. Ist uns auch schon passiert, stimmt's? Stimmt. So, weg mit ihm. Leg schon los. Okay. Okay, jetzt sind wir also okay, auf uns alleine abgestellt hier. Alles klar, Sam? Ja, nur meine Hose ist ein bisschen zu eng. Das ist doch heutzutage angesagt. Ehrlich? Andere Länder, andere Sitten. Ja, weil wir in Italien sind. Kapiert. Okay, wir zurück in den Bau rein. Ist noch hoch. Sam, bist du da? Sam? Na, toll. Sully? Toll. Na toll. Jetzt sind wir also wirklich erstmal alleine unterwegs. Dann schauen wir doch mal, wo muss ich denn überhaupt lang? Hm. So, von hier bin ich gekommen. Aber hier kann ich nichts. Die ist zu. Die ist zu. Kann ich da auf das Dach? Nee, ne? Wo kann ich denn sonst hier hochklettern? Ah, da. Wahrscheinlich. Jo. So, hier ist auch keiner drauf, ne? Okay. Das Ding ist auch dicht. Die natürlich auch. Dann klettern wir mal weiter hoch. Leute, falls ihr mich hört, ich bin beim Maschinenraum. Müsste bald da sein. Müsste. Da muss ich also hin, okay. Und da oben, das heißt, ich muss auf das Dach kommen. Ach du Scheiße, das heißt, ich muss hier einmal auch ganz rum, oder was? Komme ich auf jeden Fall nicht hoch. Mal gucken, hier konnte ich doch runter, ne? Oh, Alter. So. Und mal gucken, hier wieder raus. Oh, hoch mit dir. Obwohl, nee, da hoch bringt mir das was? Hm. Also wie das hier, das bringt mir doch auch nichts.
glaube, hier bin ich falsch. Weil hier war ich ja schon. Hä? Das ist jetzt doof gelaufen. Okay, verwirrt er ist. Oder Moment. Hier drauf. Nach da. Jo, passt. Jetzt hier lang. Da hoch. Und nu? Okay. Oh. Alter. Da, oh Mist.